Ja, liebe Naturfreunde, es ist nun 4 Wochen her, da war die 3. Klasse der Schule Zingst hier bei uns am Natur- und Imkerhof Trömerk und hat die Saat ausgebracht und das Ergebnis ist schon beachtlich. Wir halten euch auf jeden Fall in den Vlogs auf dem Laufenden, wie sich das hier weiter gestaltet und laden euch wieder ein, das Ganze hier vor Ort selbst einmal zu verfolgen. Wir haben mittlerweile eine Bank aufgestellt, auf der ihr auch Platz nehmen könnt und könnt dann einfach hier auch verweilen und die Ruhe genießen. Ja, und wenn Petrus mit uns gnädig ist und Sonne und Regen sich noch weiterhin so schön abwechseln, dann wird die Blühwiese hier der Schüler bald aussehen wie der Teil hier hinter mir und wunderbar blühen. Liebe Kinder der 3. Klasse aus Zingst, ihr wart ja hier vor kurzem bei uns und habt mit uns gemeinsam auf der Fläche hier die Saat ausgebracht, Anfang Mai für unsere Blühwiese. Ich habe leider eine sehr traurige Nachricht. Die Blühwiese ist zum größten Teil vernichtet worden von Larven. Das ist die Larve der Rübsenblattwespe und ja, es ist wie eine Invasion, es ist eine Katastrophe. Alle Blüten, alle Knospen wurden abgefressen innerhalb weniger Tage und ja, wir können uns nicht erklären, wie das passieren konnte. Ich habe das noch nie erlebt, mein Vater auch nicht und es ist auch nur hier bei uns. Ja, wir haben keine Erklärung dafür. Die gesamte Arbeit, die ganze Vorbereitung, das ja, Investment, so nenne ich es mal, eure Arbeit, sind futsch, größtenteils jedenfalls. Wir haben noch einige Sorten dazwischen, die nicht befallen wurden, aber speziell der Senf, der ist vernichtet worden. Tut mir sehr leid, dass ich euch das so mitteilen muss hier, aber das ist die Natur. Auch wenn wir keine Erklärung dafür haben, dass die Natur in dieser Form hier zuschlägt. Ja, ich weiß es nicht. Einzige gute Nachricht, wir haben unsere Sammelaktion ein wenig Geld schon zusammenbekommen und können eine erste Bank aufstellen hier, eine Sitzgruppe, eine Picknickbank. Werden wir trotzdem hier aufstellen und ja, als Rastplatz für Radfahrer oder wenn ihr trotzdem herkommen wollt, euch das selber anschauen wollt, ne, könnt ihr trotzdem Platz nehmen hier. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dann.